Es war ein Name, dessen Klang so lieblich war, so verführerisch. Ein Synonym für Reichtum, Stil, Macht. Aber der Name war auch ein Fluch. Ich war mein ganzes Leben lang ein Gucci. Dein Name steht in den Geschichtsbüchern. Paolo, du bist ein Gucci. So musst du dich auch kleiden. Das ist schick. Gucci braucht neues Blut. Es wird Zeit, hier gründlich aufzuräumen. Sie sind meine Familie. Das bin ich auch. Da hast du dir wirklich eine mit Feuer ausgesucht. Ja, sie ist intensiv. Bravo! Ich würde nicht von mir behaupten, dass ich ein besonders moralischer Mensch bin. Aber ich bin fair. Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Beim Vater, Sohn und Haus der Gucci. Eine richtig schöne Farbpalette im Trailer, die Musik gut gewählt und ein Hammer-Cast. Und damit war es das erste Bewegtmaterial zu House of Gucci, den uns Universal Pictures voraussichtlich ab dem 25. November diesen Jahres in die deutschen Kinos bringt. Drama, Biopic, basierend auf einer wahren Geschichte. Neuer Film von Ridley Scott mit Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Selma Hayek, Jack Huston, Jeremy Irons und vielen mehr. Ist es die Geschichte rund um den Tod von Mauritius Gucci im Jahr 1995? Diese Sache hat weltweit für Furore gesorgt, nicht bloß in der Modewelt und letztendlich diejenigen, die dahinter stecken könnten, die Motive. Und ich will auch nicht zu viel verraten an dieser Stelle, weil ich finde, dass dieser Trailer sehr stylisch aufgezogen ist und beim Thema Gucci man natürlich in erster Linie an Mode denkt. Aber wenn ich diese Versammlung des Castes sehe und diesem Rhythmus, ist einfach dieser Gedanke da, dass das eine sehr intensive Nummer werden könnte und da auch immer ja so die Idee dahinter steckt, wie erzählt man solche wahren Begebenheiten, von denen man ja auch weiß, wohin die ganze Richtung geht, immer noch auch in einem interessanten Blickwinkel und mit einem interessanten Porträt. Und wenn man auch schon sieht, wie Lady Gaga hier agiert, habe ich schon klar bei dem Trailer, oh, wenn man kann, sollte man den Film wahrscheinlich in Originalversion schauen. Ich glaube, das gibt dann nochmal so das Pünktchen auf dem I oben drauf. Sagt man das? Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich Bock drauf. Hier stimmt für mich Regisseur, Cast, Look, Stil, Farbpalette und eben der große Name Gucci, der über allem schwebt. Da habe ich auch das Gefühl, könnte ich was Neues noch dazu lernen über eine Welt, wo man vielleicht nicht immer sofort interessiert dabei ist. Und deswegen freue ich mich auf House of Gucci. Was sagt ihr denn zu diesem Trailer? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.